Vorsichtig. Ja. Vorsichtig. Ja. Am liebsten hätte er noch mehr Mist gebaut. Und wenn Mama nicht abgehauen wäre, wäre er abgehauen. Auf dem Mond ist weniger los. Was glaubst du, wer du bist? Wer glaubst du, was du bist? Hat seine Mama gesagt. Peter, du musst mit ihm reden. Und? Er hätte ihr ja sagen können, wer er ist. Ach so, ich bin ich. Oder wie viel mehr er sein kann, als sie denkt. Ich bin Neil Armstrong. Ist das gut, ich bin ja da. Komm mit unter meine Decke. Was sollte ich unter einem Bett suchen? Normalerweise stecke ich in Köpfen. Eine Panik. Keine Panik. Wir fliegen jetzt zur Mondoberfläche. Ist das irre? Guck doch mal! Stopp, Toffi. Oh nee, echt. So, Elsa, bei drei geht's los. Bitte schön, die Damen. Eins, zwei, drei. Hey! Na? Wer bist du denn? Machst du eine Vorstellung? Nicht? Na, da weißt du gar nicht, wer wir sind, hä? Also wir drei sind die Spieler von Wer glaubst du was? Das neue Stück von Juliane Blech, einer Autorin aus Halle. Es geht um Julius, der hat Mist gebaut, wird in sein Zimmer geschickt und nun sitzt er da und ist mit seinen ganzen Gedanken beschäftigt. Komm doch einfach vorbei das nächste Mal, wenn wir spielen. Komm. Ja, genau, komm vorbei. Wir freuen uns, na? Bis dann. Bis dann. Also, tschüss. Tschüss. Wolltest du?